Ich hatte für 2 Wochen das Huawei Mate 20 im Test und möchte gerne in diesem Video darauf eingehen, ob sich das Gerät heute noch lohnt und wenn ja, für wen es sich lohnt. Wenn ihr meinen Kanal aktuell noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall nachholen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich würde jetzt aber sagen, wir schauen uns das Huawei Mate 20 einmal in einem kurzen Überblick etwas genauer an und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Beginnen wir zuallererst mit einem kleinen Unboxing, beziehungsweise wir schauen mal, was sich denn so in dieser schwarzen Verpackung neben dem Smartphone noch befindet. Und das ist zuallererst ein USB-C-Kabel, denn das Huawei Mate 20 hat USB-C, dann ein passender Fast-Charging-Brick. Wir haben Kopfhörer mit dabei mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss, denn das Smartphone besitzt noch diesen Anschluss. Und wir haben auch eine passende Hülle mit dabei, was ich immer ganz cool finde, da es für diese chinesischen Handys manchmal gar nicht so einfach ist, in Europa passende Hüllen zu finden. Werfen wir nun aber mal einen Blick auf das Smartphone selber. Und in diesem Fall haben wir ein Gerät, was einen Aluminiumrahmen hat und auf der Vorder- und Rückseite aus Glas besteht. Was hier direkt ein bisschen schade ist, ist, dass kein Wireless Charging unterstützt wird, obwohl wir eben eine Glasrückseite haben und potenziell das Ganze dementsprechend möglich wäre. Bei der Farbe habe ich aktuell das Twilight-Modell getestet, es gibt aber noch ein Midnight Blue und auch eine schwarze Variante. Auf der Vorderseite des Gerätes sehen wir ein riesiges LCD-Panel und zwar mit 6,53 Zoll. In Pixeln sind das 1080 x 2244 Pixel, also etwa 380 ppi, was auf jeden Fall für die meisten scharf genug sein sollte. Einem sollte hier aber auf jeden Fall bewusst sein, dass dieses Smartphone wirklich sehr groß ist. Wir haben nicht nur einen großen Bildschirm, sondern das Handy an sich ist auch wirklich sehr groß, was natürlich praktisch ist, um zum Beispiel Filme zu schauen, aber es ist nicht gerade handlich, das heißt, eine Zweihandbedienung wird auf jeden Fall vorausgesetzt. Im Inneren des Mate 20 werkelt der Kirin 980 Prozessor, der im 7 Nanometer Verfahren gefertigt wurde und das Gerät auch noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall mit genügend Power versorgen sollte. Auf dem Mate 20 läuft Android Pie 9.0, also der aktuellsten Android-Version, in Verbindung mit dem Skin von Huawei, dem EMUI 9, auch da die aktuellste Version. Was bei dem Huawei Mate 20 auf jeden Fall auffällt, ist die Rückseite und da genauer gesagt die Kamera, denn wir haben in diesem Fall 3 Stück verbaut plus Blitz und zwar in einem Viereck und dort haben wir eben unterschiedliche Kameras untergebracht. Zum einen haben wir eine 12-Megapixel-Kamera, dann eine 16-Megapixel-Kamera für ultraweite Aufnahmen und auch eine 8-Megapixel-Kamera für Telefotoaufnahmen und dadurch bietet diese Kamera eben verschiedene Möglichkeiten, einen Nachtmodus und vieles, vieles mehr, was ich gar nicht alles jetzt hier ausführen kann in diesem kurzen Überblick, aber die Kamera bietet auf jeden Fall sehr viele Optionen und ihr könnt auch in 4K aufnehmen, allerdings hier nur bis 30 FPS. Um auch kurz die Kamera auf der Vorderseite zu erwähnen, diese hat 24 Megapixel und sollte für tägliche Selfies oder ähnliches auf jeden Fall mehr als ausreichend sein. Um das große Display voll ausnutzen zu können und zum Beispiel Filme oder Videos darauf schauen zu können, haben wir auch Dual Speaker verbaut, das heißt, ihr könnt auch einen vernünftigen Sound genießen, wenn ihr dieses Handy benutzt. Und wir haben, wie bereits erwähnt, noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss und die beigelieferten Kopfhörer sind dafür auch, denke ich, ausreichend. Sie ähneln natürlich sehr dem Apple-Beispiel, wenn ihr die ganzen mal vergleicht, aber sie sind auf jeden Fall in Ordnung und ihr könnt eben auch andere Kopfhörer mithilfe des 3,5 mm Klinkenanschlusses noch ohne Probleme anschließen. Kommen wir nun schon zu einer Sache, wo sich das Huawei Mate 30 so ein bisschen vom Mate 30 Pro unterscheidet, und zwar der Fingerabdrucksensor. Dieser ist immer noch sehr schnell und funktioniert problemlos, befindet sich aber auf der Rückseite des Gerätes. Beim Mate 20 Pro befindet sich dieser auf der Vorderseite und zwar im Display verbaut und da finden sich dann auch diese Preisunterschiede wieder. Ist natürlich viel cooler, den direkt im Display zu verwenden, aber der auf der Rückseite ist, denke ich, auch in Ordnung. Ist nicht ganz einfach zu erreichen, wenn man kleine Hände hat, aber man gewöhnt sich auch daran. Wie ihr mit Sicherheit schon gesehen habt, haben wir auf der Vorderseite eine tropfenförmige Notch und diese bietet auch eine Gesichtserkennung, allerdings nur einen Bilderabgleich und dementsprechend nicht besonders sicher, im Gegensatz zum Mate 20 Pro, wo wir dann eben eine größere Notch haben und dort auch ein Infrarotsensor verwendet wird, um eben das Gesicht zu erkennen und dementsprechend das Gerät zu entsperren. Zum Akku kann ich nach 2 Wochen etwa sagen, dass er mit 4000 mAh ausreichend ist für Hardcore-User,
für einen guten Tag. Wenn ihr eher so der normale Nutzer seid, dann werdet ihr auch vielleicht 2 Tage damit durchkommen. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie lange ihr das Gerät nutzt, wie viel Screen-On-Time ihr habt und so weiter. Ich konnte aber in diesen 2 Wochen immer sehr gut einen Tag mit dem Mate 20 auskommen. Aktuell bekommt ihr das Gerät für um die 500 Euro. Es ist auch gerade so ein bisschen im Preisfall. Da kann man das ganz gut beobachten, dass es in den letzten Monaten doch schon günstiger geworden ist. Und für 500 Euro, denke ich, bekommt ihr hier auf jeden Fall ein sehr gutes Smartphone. Man muss natürlich ein bisschen vergleichen, was andere Hersteller denn so bieten. Aber wenn ihr die Huawei-Geräte grundsätzlich gut findet und diese Features, die ich hier jetzt eben kurz aufgezeigt habe, gut findet und benötigt, dann macht ihr hier auf jeden Fall keinen Fehler mit. Ansonsten würde ich euch empfehlen, auf das P30 zu warten oder auf das P30 Pro, was ja vermutlich demnächst auch erscheinen soll. Das wäre es dann aber auch schon wieder mit diesem Video, mit einem kurzen Überblick, was denn das Mate 20 so bietet und ob es sich für dich vielleicht sogar lohnen könnte oder man lieber warten sollte auf eine nächste Generation oder ein anderes Smartphone. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen, würde mich natürlich sehr über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!